Hallo und willkommen zurück zu Baphomets Fluch 2.5, die Rückkehr der Tempelritter. Wir sind kurz davor, diese Treppe zu stürmen. Das war unser Ziel, das werden wir genau jetzt tun. Und zwar, um unser Nico helfen zu können. George wird sich dann erstmal hier bei den Templern herumtreiben und mal schauen, ob er den einen oder anderen Lebenden antrifft, vielleicht auch mal irgendjemanden zum Sprechen oder auf einen Hinweis stößt, was denn unsere Nico in der letzten Zeit so getrieben hat. Aber vorerst sieht es mal nicht so aus. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen der Kirche folgen. Bis zum Altar gehen. Vielleicht, oh ja. Eine Fensterscheibe. Wunderschön. Schauen wir mal an. Ich hatte noch nie viel für Kirchengemälde oder wie in diesem Fall Scheiben übrig, doch irgendwie beeindrucken sie mich von Mal zu Mal mehr. Tja, kannst du denn sonst noch was sagen? Ich hatte noch nie viel für Nein. Kirchengemälde oder wie in diesem Fall Scheiben übrig, doch irgendwie beeindrucken sie mich von Mal zu Mal mehr. Ja, leider haben wir nichts, womit wir die Scheibe bearbeiten können. Also bin ich hier. Vermutlich falsch. Enttäuschend. Nein, auch auf der Säule oder auf der Statue ist nichts zu erkennen. Bei den Sarkophagen ebenfalls nichts. Zumindest was für ein Wimmelbild absuchen, bis man das Nötige gefunden hat. Aber hier scheint nichts zu sein. Also wenn wir die Kirche wieder verlassen und wir können diese Treppe hinauf stolpern und wollen wir das noch mal ausprobieren. Na? Ah, die Taschenlampe, die wir brauchen. Herrlich. Den hatten wir im Vorspann gesehen, also als Schattenfigur. Und er hat damals auch schon die Taschenlampe rauf und runter geworfen. Wir können hier nichts verschieben, zumindest nicht in die eine Richtung. Wir könnten aber mit dem Obdachlosen plaudern. Den schauen wir uns erstmal an. Da sitzt ein original Pariser Obdachloser auf dem Boden. Neben ihm steht eine Flasche Whisky. Außerdem spielt er an einer Taschenlampe herum. Tja, Indizien über Indizien. Eine Flasche Whisky, das heißt, er braucht was Neues zu trinken vielleicht. Um uns dann die Taschenlampe zu geben. Gut, versuchen wir es mal mit Plaudern. Hi, mein Name ist Stobbart. George Stobbart. Und ich heiße Loser. Obdachloser. Okay, der war sogar nicht mal gut, aber ich fand ihn witzig. Könnte ich denn eine Taschenlampe haben? Gehört diese Taschenlampe Ihnen? Ja, gehört sie. Und das wird sich auch nicht ändern. Und wenn ich Ihnen im Gegenzug etwas anderes gebe? Glauben Sie mir, was ich will, haben Sie bestimmt nicht in Ihrem Besitz. Haben Sie eine Ahnung? Ich hatte schon mal einen Fisch in meiner Tasche. Aber mein Wunschgegenstand haben Sie bestimmt nicht. Ich glaube schon. Auch einen Frauenslip? Oui? Das ist nicht Ihr Ernst. Warum nicht? Viele Männer haben feminine Seiten. Ich nicht. Nehmen wir doch mal Ihre Frisur. Was ist damit? Sie ist feminin. Unsinn, die ist nicht feminin. Nur blond eben. Als nächstes kommen Sie mit meiner Figur. Das wäre das Nächste, was ich sagen wollte. Lassen wir das. Ich werde sehen, ob ich Ihnen einen Slip besorgen kann. Aha. Ja, so einfach geht's. Hier, nimm doch den so lang. Ich habe den Slip für Sie. Geben Sie schon her. Bitte. Und nun die Taschenlampe. Hier ist die Taschenlampe. Die Batterien scheinen leer zu sein. Na, großartig. Vielen Dank. Ja, schauen wir uns mal die Taschenlampe an. Die Batterien scheinen leer zu sein. Das hat er gesagt, ja. Batterien. Wo soll ich jetzt wieder Batterien auftreiben? Hier liegen keine rum.
Das ist gewiss. Na, zumindest der Obdachlose ist glücklich. Im Café vielleicht, naja. Oder hier im Stromkasten. Na komm, schau doch da mal rein. Nein, nicht ohne Na. Grund und vor allem nicht mit bloßen Händen. Gut, der braucht Handschuhe. Den Kanal. Hallo, da fällt mir ein, ich könnte vielleicht versuchen, den Kanal zu öffnen. Keine gute Idee. Na gut, dann suche ich mir eine andere Idee aus. Aber hier werde ich wohl nichts finden, auch nicht beim Kaffee. Oder? Nein, ich möchte keinen Kaffee Ja, trinken. Vielleicht später. das hätte ich mir denken können. Also was sagte er bereits in der letzten Folge? Kein Kaffee für Stobbart. Ja. Jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, wo finden wir Taschenlampenbatterien? Im Park, da gibt es einen Eisverkäufer. Da wird wohl nichts in der Richtung sein. Das Café La Chandelle Verte. Gehen wir dahin. Vielleicht hat ja die Kellnerin noch ein paar Batterien für uns übrig. Denn ansonsten wüsste ich erstmal nicht, wo ich eine weitere Batterie herkriegen könnte. Vielleicht noch bei unserer Blumenfrau, Schrägstrich bei Nicole. Nein, sie hat keine Batterien. Falls ich was für Sie tun kann, rufen Sie mich einfach. Oui? Okay, werde ich machen. Zumindest kann ich nicht danach fragen. Ich könnte noch nach der Bar schauen. Hier sieht nämlich nichts nach Batterie aus, also werde ich wahrscheinlich da auch nichts finden. Ja, oh, und kostet nichts. Ich fasse es nicht. Nach all den Jahren haben Sie die Bar tatsächlich wieder auf Vordermann gebracht. Ich sollte mich besser nicht so einfach bedienen. Macht Sinn. Ja. Die blonde Dame scheint ihm nicht so zu gefallen. Denn er hat, wenn er sie ansieht, nur ein übrig. George, George, George. Was soll ich denn mit dir machen? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich jetzt nächste Rätsel lösen könnte. France National wird mir nicht weiterhelfen. Also schauen wir schnell mal wieder bei Nico vorbei. Vielleicht hat sie in ihrer Handtasche noch ein paar Batterien, aber zuerst möchte ich die Blumenfrau befragen, ob sie vielleicht die eine oder andere Batterie für uns übrig hat. Entschuldigung. Oui? Oh, Sie sind es. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie wiederkommen werden. Ja, das haben Sie wohl. Verdammt, hat sie Ich gehe nicht. dann mal. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Das werden wir ganz sicher. Oh nein, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Gut, ich versuche was anderes. Vielleicht kann ich sie mit der Taschenlampe Das belämmern. wird nicht funktionieren. Nein, wird es nicht. Gut, versuchen wir unser Glück bei unserer guten alten Nico. Was sehen wir denn hier? Nichts, keine Batterien, nichts, was wir mit den ganzen Sachen anstellen können. Ja, selbst Nico ist noch nicht zurückgekehrt. Sie bleibt immer noch verschollen. Vielleicht ist in der Kamera ja eine Batterie drin und wir können die Batterie mit der Taschenlampe verwenden. Also die Oh Kamera nein. mit der Taschenlampe verwenden. Nein, können wir nicht. Google doch Nikos mal. Computer, er ist eingeschaltet. Google doch mal bitte, wo du eine Taschenlampenbatterie herkriegst. Nein. Dann nicht. Ich kann auch nicht weiter zur Seite gehen. Der Rest der Wohnung bleibt uns verschollen, verborgen. Nikos Handtasche. Das ist Nikos Tasche. Die Statue, nehme ich die mit? Ja, die könnte ich in der Tat aus dem Fenster schmeißen. Irgendwie fehlt mir jedoch der nötige George, überwinde dich und schmeiß dieses hässliche Teil aus dem Fenster Impuls. Tja, Entschuldigung. Dann würde ich sagen, finde ich hier jetzt auch nicht unbedingt die Lösung. Nein, das wollte ich nicht.
Schraubenzieher mit Computer. Das vielleicht einen großen Effekt? Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Gut. Gut, gut. Dann finden wir unser Glück doch nur auf der Straße. Wie das schon wieder klingt. Schaufenster. Blumenstand. Nein. Es liegt vielleicht das Geheimnis da drin, dass ich mit dem Bettler hätte sprechen müssen und ihm sagen müssen, hallo, ich brauche noch Batterien. Hast du welche? Ja, aber jetzt habe ich kalt. Gib mir den Pulli. Das wäre noch eine Lösung. Aber ich werde mein Glück erstmal bei dem Eisverkäufer suchen. Nehmen wir uns doch mal eine Eistüte mit, eine große. Ja, klar. Die Eistüte ist über 2 Meter groß. Das weißt du schon, oder? Da oben hängt eine überdimensionale Eistüte. Beeindruckend. Das ist ja alles sehr, sehr nützlich, aber irgendwie brauche ich Batterien. Ich glaube nicht. Na, mach mal auf, Eismann. Ja, kannst du mir eine Batterie für die Taschenlampe geben? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Ein Pulli? Keine gute Idee. Keine gute Idee. Gib mir noch mal eine Zeitung, dann ist abgelenkt. Geht ihm mit ihm. Ah, ja. Das hilft alles nicht weiter. Das ist sehr unbefriedigend, würde ich gerade behaupten. Können wir denn den Brunnen sabotieren? Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Ja, vielleicht einen Pulli reinstopfen, sodass das der Brunnen versiegt und wir die Pfützen absuchen können. Oh nein. Nein? Ah. Ich hielt es fast für eine brauchbare Idee. Oh, wir könnten die Parkbank auseinanderschrauben. Nö. Nö. Einfach nö. Das ist sehr wortkarg. Jetzt bin ich echt überfragt. Bei France National, ich habe zwar eine Taschenlampe, aber ich habe keine Batterien. Da brauche ich also im Moment nicht hin. Ich werde einfach nochmal mit dem netten Obdachlosen plaudern, ob er uns vielleicht doch noch eine Batterie dazu geben kann. Nein, kann er nicht. Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Ich glaube, ich habe was ganz Offensichtliches übersehen. Wahrscheinlich beißt ihr euch schon auf die Zunge. Du musst dahin. Du musst dahin. Du hast doch alles, was du brauchst. Oder auch nicht. Ich soll also erhängen? Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. War nur ein Versuch. Ja, im Brunnen würde ich wahrscheinlich auch nichts finden. Ich könnte jetzt noch in die Kapelle gehen und hoffen, dass ich hier irgendwo eine Batterie finde, aber ehrlich gesagt, in so einer großen Kapelle, Kirche, was auch immer, eine Batterie zu finden, erscheint mir doch eher unwahrscheinlich. Und ja, in den Fenstern werde ich die Batterien auch nicht finden. Ha, auf kurze Distanz gleich mal überfragt. Dabei sind wir noch ganz am Anfang von dem ganzen Abenteuer, scheint mir. Den Kanaldeckel willst du auch nicht anheben. Der Brunnen ist zwar ganz nett, aber mit Sicherheit auch nicht unsere Lösung. Wer könnte noch Batterien haben? Keine Ahnung. Ich versuche nochmal bei France National. Vielleicht liegt da eine Batterie irgendwo auf der Straße rum. Und macht es uns extrem einfach.
nicht so aus. Ich kann leider nichts sehen. Ohne eine Taschenlampe brauche ich dann nicht reinzugehen. Es ist stockdunkel. Na gut, du hast eine Taschenlampe. So, versuch's jetzt. Das geht nicht. Die Batterien scheinen leer zu sein. Keine gute Idee. Kannst also nicht aufmachen. Das geht nicht. Kann ich einen... Keine gute Idee. Wenn ich die Zeitung zerschnipsel in oder... In Zeitungspapier eingewickelt befindet sich ein Umschlag. Auf ihm steht, für den richtigen Zeitpunkt. Aha. So einfach ist das. Schau doch das Zeug einmal an, was du mit dir rumträgst. Hätte ich das gewusst. Im Umschlag stecken scheinbar 3 Euro. Die Blumenverkäuferin hat es tatsächlich gewusst. 3 Euro. Wir gehen uns ein Eis kaufen. Wir gehen uns einfach jetzt mal ein Eis kaufen. Wer hätte das gedacht? So leicht kann es sein. Die Blumenverkäuferin sponsert uns und gibt uns ein Eis aus. So, hier, ich habe 3 Euro. Ich bin's nochmal. Ich warne Sie, wenn Sie wieder kein Geld dabei haben, kracht es. Hier sind die 3 Euro. Sehen Sie? Ich will gar nicht wissen, wo Sie die herhaben. Hier, nehmen Sie Ihr Eis. Danke. Igitt, das Eis schmeckt wie tote Socken. Ekelhaft. Dabei hat sich's doch so hoch gelobt. Igitt, das Eis schmeckt wie tote Socken. Ekelhaft. Stopf es in den Brunnen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit dem Eis machen soll. Ich hab nicht mal eine Idee. Nö. Oh nein. Nein, ich kann's auch nicht mit der... den anderen Sachen bearbeiten. Ich kann mir aber mein Zeug hier ein bisschen genauer anschauen. Toll. Die Schere. Was soll ich jetzt dazu sagen? Eine Schere. Kann man immer wieder gebrauchen. Ja, und der Pulli? Dick und flauschig. Irgendwie war das jetzt unbefriedigend. Findet ihr nicht? Gut, schau dir nochmal die Parkbank an. Eine Parkbank. Ja, es sind sogar 2. Verdammt. Wer könnte ein Eis wollen? Doch, die Blumenhändlerin, die mag das Eis ja so sehr. Jetzt wirst du dafür büßen, dass du mich dahin geschickt hast und diesen Ekelkram kaufen ließest. Oh nein. Nein, kein Eis für unsere Blumenverkäuferin. Möchte sie vielleicht einen warmen Pulli haben? Das wird nicht funktionieren. Soll ich an ihr herumschrauben? Nein. Ich glaube nicht. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Ich komme nämlich jetzt mit einer logischen Antwort nicht weiter. Ah. Ich glaube es nicht. Die nette alte Frau verkauft immer noch ihre Blumen und prophezeit Kunden die Zukunft. Mehr oder weniger zutreffend. Ja, dann Blumenverkäuferin, sprich mit mir. Entschuldigung. Oui? Oh, Sie sind es. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie wiederkommen werden. Ja, das haben Sie wohl. Ich würde dir gern berichten, dass das Eis eklig ist. Ich gehe dann mal. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Das werden wir ganz sicher. Oh nein, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hm. Wem könnte ich das Eis anbieten? Welche Möglichkeiten haben wir? Von welchen Personen wissen wir? Ich könnte den Computer kaputt machen, indem ich ein Eis drauf werfe. Boah. Die Verzweiflung macht erfinderisch, also möchte ich doch gleich mal ausprobieren. Nö. Nö. Wenn ich damit den Anrufbeantworter bewerfe. Keine gute Idee. Ich könnte ihre Handtasche füttern. Hm,
Ich glaube nicht. Oder die Fensterscheiben beschmieren? Ich glaube nicht. Tja. Dann vielleicht noch das Bett bekleckern, aber ich glaube, dann hätte ich Nico wirklich extrem enttäuscht. Ja. Das Poster ist jetzt auch nicht aussagekräftig. Die Kamera. Das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass da Batterien drin sind, die vielleicht sogar passen könnten. Ja, ich könnte jetzt einige Fotos schießen, aber die würden nicht sonderlich gut werden. Das überlasse ich dann doch lieber Nico. Ein Eis auf die Kamera? Nein. Nein. Die Taschenlampe auf der Kamera habe ich versucht. Nö. Schraubenzieher auf der Kamera. Schere. Das wird nicht funktionieren. Und mit Sicherheit auch der Pulli nicht. Keine gute Idee. Das ist Nikos Kamera. Die hat sie schon überall dabei gehabt. In Syrien, Karamonte und weiß der Teufel wo noch. Tja, George. Ich bin im Moment ratlos. Wir werden aber schon bestimmt demnächst irgendwo wieder einen Hinweis finden. Sehen wir uns nochmal draußen um. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, ist die Zeit für die Folge durch. Deshalb werde ich jetzt die Folge auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.